my heart. You watched me fall apart. You left me lying there. You left without a care. Hallo und herzlich willkommen in Österreich. Ja, danke schön. Auf der Bikeweg. Deine erste Harley? Ja. Ich bin total aufgeregt. Also, ja. Du hast aber direkt alles gegeben. Also du hast ja nicht nur deine erste Harley, du hast auch dein erstes Custom Bike direkt in einem. Ja. Und wir sind an dem größten europäischen Biker-Treffen, Harley-Treffen. Und ja, wie man hört, wie man sieht. Du bist mitten im Geschehen, also mehr over the top geht eigentlich gar nicht. Ne? Also ich bin immer gespannt, wie der Motorrad gefällt. Ja, ich bin jetzt auch total gespannt. Also erstmal, wie du es schon sagst, ne? Jetzt wirklich bei so einem Event das Motorrad zu bekommen. Und ich konnte jetzt auch wirklich die letzten Tage ganz schlecht schlafen, weil ich gedacht habe, ich möchte es auch wirklich sehen. Wir haben ja alle so viel Liebe, so viel Gedankenschmalz auch reingesteckt. Mhm. Und irgendwann möchte man jetzt es auch dann sehen. Ja. Ja. Und natürlich auch fahren. Genau, ja. Wir werden natürlich heute noch eine schöne Ausfahrt machen. Ja. Cool. Und ja, wir sind alle gespannt, wie es dir gefällt. Ja. Oh Gott, Wahnsinn. Das ist seit langem wirklich wieder, dass ich total aufgeregt bin. Unglaublich. Oh wow. Krass. Boah. Boah. Bock dich drauf. Oh, das ist krass. Es ist nicht mehr viel über von der Uhr-Speedbox. Oh, krass, ist nicht schön. Boah, ich bin. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Boah, Wahnsinn. Oh, ich liebe diesen Stil. Oh, ist auch super clean geworden. Also was mir sehr gut gefällt, ist auch der Lack. Wir haben ja viel über Lack auch gesprochen. Ja. Und dass es am Ende mit einer sehr klaren Linie wirklich auch so cool wirkt, ja, ist schon sehr schön. Ich auch die Kombi mit den Weißwandreifen und den Rädern ist schon sehr gelungen. Ja. Ja, unglaublich. Ja, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass das alles zu viel wird, weil irgendwie ist das ganze Motorrad ja ein Highlight. Und dann, wenn du hingehst, kannst du ja, egal wo du hinschaust, du findest im Detail so viele Highlights. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt noch der Lack und noch das und noch das. Und nicht, dass das alles zu viel wird. Wichtig ist ja immer die Kombination aus allem. Also in dem Fall haben wir ja wirklich auch eine schöne, klare Linie drin. Und das macht es am Ende auch aus. Da kann man ruhig mit vielen Details arbeiten, ohne dass es überladen wirkt. Ja, ja, also genau. Das ist schon sehr cool. Sehr schön geworden. Ich finde auch gerade auch mit diesen Oldschool-Rockerboxen und diesen Deckeln, die da so durchgeschliffen sind, gerade auch die Primärseite. Ja. Das sieht schon sehr gut aus. Boah, Wahnsinn. Ja, und halt diese Mischung, ne, aus halt schwarz-weiß, super reduziert. Das passt perfekt mit den Weißwandreifen. Ja, ja, cool. Oh Gott. Wie schön. Ich will die gar nicht fahren, die stelle ich bei mir ins Wohnzimmer. Ah, die fahren wir heute noch schön. Oh Gott. Auch der Sitz ist auch sehr schön geworden. Oh ja, Wahnsinn. Mit den Flammen hier drauf schon. Und auch der Schriftzug, ne? Also das war ja auch so ein Wunsch von mir, den halt mit einzubauen, weil das ja einfach auch so mein Slogan ist, ne? Und das ist für mich so irre, dass ihr halt auch wirklich alles umsetzen könnt. Das ja, ist unser Job. Ja, ist halt immer wieder schön zu sehen, wenn sowas gut ankommt. Ne? Motiviert natürlich auch wieder neue, andere Bikes zu bauen. Ja, klar. Das ist schon cool. Ja. Ja, setz dich mal drauf.
Ah ja, stimmt. Gehört auch dazu, ne? Ah, krass. Das ist echt irre, ne? Dass ich da noch nie wirklich jetzt... Oh Mann, oh Mann. Ah, krass. Unglaublich. Unglaublich. Wahnsinn. Dankeschön. Ja, wir hätten den wichtigsten Teil noch hier. Ganz feierlich. Oh, ja, genau, den brauche ich ja auch. Genau, den brauchst du. Oh, den musst du auch immer bei dir haben, weil die Alarmanlage ist scharf. Ah, okay. Das heißt, ja. Wenn du die jetzt einmal aktiviert hast, also Zündung an, dann erkennt die den FOP. Ja. Und dann solltest du den auch immer dabei haben. Ansonsten, wenn man die bewegt, fängt die an. Ja, ihr geht die Alarmanlage an. Okay, ja, sehr gut. Die soll jetzt auch schön bei mir bleiben. Ja. Oh Gott, Wahnsinn. Ja, dann wünsche ich dir allzeit gute Fahrt. Dankeschön. Viel Spaß damit. Ja, ja, ich möchte mich wirklich von Herzen nochmal bedanken. Das war wirklich so ein tolles Projekt. Eine Sache, ne? Ja. Eigentlich auch ein bisschen schade, dass wir fertig geworden sind. So schnell. Können wir noch eine umbauen, bitte? Ah, ist ja nicht aller Tage Abend, ne? Ja, stimmt. Also der erste Kastenbike muss ja nicht der letzte sein. Ja, ja, das stimmt auch. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so der ganze Prozess, ne, sich mit euch hinzusetzen, Kim war auch immer so eine tolle Ansprechpartnerin, alle im Team. Man merkt ja einfach auch so eure Leidenschaft wirklich. Ne? Und ihr habt mich so auch an die Hand genommen im Sinne von, ich weiß gerade nicht weiter, wird das alles zu viel, was kann man machen, was passt zusammen. Das hat mir so viel Freude gemacht. Deswegen ist mir ein lachendes Auge jetzt, ne? Sie ist fertig und endlich können wir damit los. Und auf der anderen Seite, wir sind fertig. Ja, der Prozess der Findung ist auf jeden Fall immer der interessanteste. Geht mir nach ganz vielen Jahren immer noch so. Ja. Bis das Bike dann tatsächlich zusammenkommt, wenn die Einzelteile zusammenspielen irgendwann und das Bike fertig ist, ist der interessanteste Teil, das ist tatsächlich so. Und dann kommt noch der Punkt, das Shooting, dann natürlich die ersten Ausfahrten damit. Ja. Und ja, das hast du auf jeden Fall alles noch vor dir. Ja, ja, Wahnsinn. Oh, krass. Sehr schön. Krass, krass, krass. Ja, aber irgendwie perfekter kann es auch nicht sein, ne? Bei dem Event hier jetzt dich zum ersten Mal zu sehen und zu fahren. Weil das auch genau der Spirit ist. Ne? Ich komme ja hier hin, du siehst überall die Bikes. Die Leidenschaft wird ihr echt gelebt. Also freue ich mich. Bei dem Wetter. Genau. Also, wir waren auch schon hier bei Neuschnee. Echt? In der gleichen Jahreszeit, ja. Oh, Mann. Dementsprechend haben wir im Moment voll den Joker. Wir können hinfahren, wo wir wollen. Es ist überall schönes Wetter. Ja. Und wir werden ein paar Pässe fahren heute, ein bisschen in die Berge. Da wird bestimmt Spaß machen. Unglaublich. Danke dir nochmal. Ja, gerne. Viel Spaß. Dankeschön. Bitteschön. Krass. Ja, jetzt hast du ja schon ein paar Kilometer mit deinem neuen Bike zurückgelegt. Ja. Und einige Passstraßen gefahren. Ja. Nicht nur mich, sondern auch alle anderen würde es natürlich interessieren, wie kommst du damit zurecht? Funktioniert das gut? Ist das so, wie du dir vorgestellt hast? Passt alles? Hast du Spaß damit? Und wie ist es hier in Österreich zur Bike Week zu sein? Ja, irre. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Zeit, die ich mir vorher genommen habe, mich wirklich mit den Modellen erstmal auseinanderzusetzen und mich grundsätzlich dann für ein Modell zu entscheiden, um dann halt in das Design und so weiter zu gehen, das war schon wichtig. Mhm. Und das merke ich jetzt gerade beim Fahren. Klar, die ersten Kilometer waren so, okay, wir zwei sind neu, ne? Wir wollen uns erstmal aneinander gewöhnen. Und dann ging das ganz, ganz schnell, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt gehören wir zusammen. Und das war dann für mich einfach so wichtig, vorher sich Gedanken zu machen, welches Modell wird es. Und dann natürlich hier das Design. Ich kann die Augen gar nicht
von ihr lassen, weil das nämlich alles noch so neu ist und da sind so viele Highlights. Ich grinse ja auch den ganzen Tag, um dann wirklich noch mit euch hier unterwegs zu sein. Eine schönere Ausfahrt kann es ja auch gar nicht geben, als jetzt hier die Serpentinen hochzufahren. Also wirklich unglaublich. Ja, schon mega. Ja, ich habe richtig Freude. Ich möchte echt nochmal Danke sagen. Wirklich, ich bin total geflasht. Wirklich, danke, danke, danke. Ja, wir sind jetzt hier auf 2.500 Meter Höhe und da sind einige Kurven hier hochzufahren. Ja. Und ich habe gesehen, du bist relativ flüssig damit unterwegs. Das sieht recht easy aus. Ne? Da kommt dir der Lenker entgegen dabei? Ja, auf jeden Fall. Also der Hollywood-Lenker ist super, weil ich natürlich sehr breit greife und dementsprechend das schön dann austarieren kann. Oder wie man so schön sagt. Also ich kann sehr, sehr gut mit dem breiten Lenker lenken. Mhm. Und das macht einfach dann auch Freude. Ne? Wenn man so einmal sich eingegroovt hat und das Motorrad dann auch wirklich spürt. Super. Also ich habe da richtig Freude mit. Ja. Ja, schön. Freut mich natürlich auch, dass, dass du Spaß damit hast, weil das ist natürlich das Wichtigste. Ja. Neben der grandiosen Landschaft, wenn man dann auch Spaß am Fahren hat, dann ist natürlich alles doppelt so cool. Ja, Und dann hier auf dem Event zu sein, das ist natürlich auch immer was ganz Besonderes. Ja. So viele Biker, die hier unterwegs sind, das ist schon ein besonderes Feeling. Ja. Genau. Ich finde es sensationell. Also du hast einen grandiosen Einstieg, würde ich sagen. Ja, besser geht es gar nicht. Also so top, top, top. Genau, von allem top. Ne? Ja, das ist echt sehr cool. Und das ist auch wirklich so schön, mit euch wirklich gemeinsam unterwegs zu sein, weil du schaust in den Rückspiegel und siehst bekannte Gesichter, du schaust nach vorne in dieser Kulisse. Das ist schon ganz, ganz toll, gemeinsam so diese Leidenschaft einfach zu teilen. Ja. Und ich muss noch sagen, weil wir gerade über den Lenker gesprochen haben, aber zugleich mag ich das auch, dass wir die so tiefer gelegt haben. Hm. Also ich sitze ja gefühlt mit dem Hintern auf dem Boden und das gibt mir nochmal ein ganz anderes Gefühl, so die Verbindung zwischen, ich sage immer, Popo und Asphalt. Also ich spüre sie sehr gut und das mag ich einfach beim Motorradfahren. Die fährst du nicht mit links, also da arbeite ich auch gerne schon, aber ich mag das halt auch. Ne? Das ist, gehört ja auch mit dazu. Ja, da hast du dadurch natürlich auch einen etwas tieferen Schwerpunkt. Genau. Ja, kommt dir beim Handling dann wiederum ein bisschen entgegen. Ja. Wir haben uns ja auch bei den Raddimensionen und so zurückgehalten. Also wir sind da auf relativ normalem Niveau. Und ja, dann passt das schon. Ja. Das ist schon cool. Ja, und die Leistung ist natürlich auch irre. Hm. Wenn du jetzt irgendwie ein kleines Motorrad fährst mit ein bisschen Leistung. Du musst immer schalten und hier geht das. Genau, du kannst die so richtig unten raus, die zieht ja an, das ist ja irre. Ja. Und auch wenn man mal so ein bisschen schaltfaul ist, die kriegt das hin. Das macht richtig Freude und ich freue mich jetzt auch richtig auf die Zukunft. Ich hoffe, wir fahren wieder öfter dann zusammen. Hoffe ich doch auch. Ja, dann wünsche ich dir noch viel, viel Spaß damit. Dankeschön. Die Woche geht schon wieder zu Ende. Ja. Leider. Leider. War schön. War Spaß gemacht. Danke dir nochmal.